Good morning. Bestimmt bis 1 Uhr morgens oder so. Ferien vorbei, Schule beginnt. Ja, heute ist Fasching. Auf zum Auto. Transformation. Mama hat mich. Mama hat mich. Nun, ich hab mich. Zeig dich. Wunderschön. Ich hab dich. Weißt du nicht? Das sieht ganz toll aus. Oh, mir fehlen nur noch meine Schuhe. Okay, wir hauen ab. Schule. Ja, Schule. Ja, Schule. Du weißt doch, mein Lieblingstag. Wieso? Was ist? Schwimmen. So, oh, schwimmen. Schwimmen ist immer toll. So, Kind ist in der Schule. Jetzt geht's zurück nach Hause. In dein Sommerhaus? Auf dem Hof? Oder? Ja. Ich muss was installieren. Mann, oh Mann, oh Mann. Deutsch. Deutsch. Deutsch, Deutsch. So, also auseinandernehmen. Egal, machen wir. Alles ab. Kabel lag drin, aber das ist ja nicht so schlimm. Erstmal fertig. Ach, was haben wir denn hier? Mensch, Arbeit! Die war nur faul, die hat nur ihr Fahrrad abgegeben. Da muss ich hinterher nicht wechseln. Da war noch eine andere Frau da, die hat ganz geduldig gewartet. Und dann habe ich gedacht, das geht hier. Und? Das ist weggefahren, die andere mit dem Fahrrad. Ich habe jetzt wieder Fahrräder an. Ich habe sie hier lassen mit dem anderen, das ist weggefahren. Und dann ach, gut von der Kinderhilfe. Spende von 10 oder 20 Cent würde mir genügen. Du hast ja nichts gegeben. Hoffe, hier 3 Euro gegeben. Hoffe, du hast ja nichts gegeben. Wieso? Ich hatte gesagt Kinderhilfe, Mensch. Naja, das ist der Zauberwort, wa? Ja, genau. Ich bin ja auch von der Kinderhilfe, hast du mal. Ich bin nur 5 Cent, also müsstest du mir quasi 5 Euro geben. Ach, es ist einfach Geld zu verdienen, ey. Weil ich mach das Falsche. Naja, ich auch. Kinderhilfe. Einen Sammelbecher in der Hand mit Abzügeln, wo Kinderhilfe drauf stand. Ja. Ja, offizieller Sammelbecher. Ja, mit Abzügeln von der Kinderhilfe. Naja, kriegen wir ja vorne auch bei 10 Mann, wisst ihr, die großen. Die sind so ja für immer versiegelt, da musst du nur ein geringeres Bild drum machen. Da, stimmt, ja. Da kommt man ja nicht ran, außer das Ding ist voll. Ja. Bin leider. Jetzt erstmal. Was liegt denn das alt hier? Machen wir doch auf, wa? Ist doch egal, wenn jetzt ist ja schönes Wetter, Dennis. Ja, machen wir doch einfach auf. Hast du da irgendwie Pullover an, Mensch? Nee, ich hab hier gerade Münze geschickt. Oh, warten. Jetzt zieh ich mal zurück. Ist ja hier heim. Deswegen findet ihr doch in der Öffentlichkeit statt. Ah. Mein Licht ist not working. Ah. Und gesagt, du suchst gerade einen Pullover. Zu Ostzeiten hieß es nicht Pullover, wa? Aber das klingt doch wie Pullover, oder? Zieh über. Naja, dafür ist es ja auch. Davon kommt es ja auch, Pullover. Gibt es denn keine deutsche Bezeichnung dafür? Ein Pulli. Das ist ja eine Verniedlichung davon wahrscheinlich, wa? Häkelpulli. Strickpulli. Das ist aber Buben nachgegeben, wa? Ja, und die Angelsachsen, das sind ja, eigentlich ist das Englisch von Deutschen abgeleitet, also daher ist das schon okay. Die haben sich aber zu eigen entwickelt. Die sind alle. Pullunder! Bei Pullunder und Pullover. Ja. Ich mach mich echt ungut. Das macht mich verrückt.
Ein dickes Shirt, wenn ich da auch nicht. Ein Niki. Niki, ja, geht noch. Aber ein Niki. Ein Doppel-Niki wäre dann, oder ein Dreifach-Niki, ein Pullover. Fett-Niki. Jo, Dick-Niki. Dick-Niki. Dick-Nick. Jo. So, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich total aus dem Konzept gebracht, wegen Pullover und Pull-Under. Also Speiche, Hinterrad und Licht. Speiche, Hinterrad und Licht. Was hast du gesagt? Dynamo. Ach, Dynamo. Dynamo. Oh. Na, schau mal doch mal. Tobi, ich bin unser einziger Erfolg, den er hatte. Also der hat wahrscheinlich einen Zulauf und unheimlich viele so eine Knüppelköppe wie mich gehabt. Aber ich glaube, ich bin der Einzige, der, also wo er es geschafft hat, dass da irgendwas Positives bei rauskommt. Ich glaube, deswegen hat er da aufgehört. Der arbeitet nicht mehr da, wo er arbeitet hat. Der hat da keine Knüppel gehabt. Ich glaube, lag daran, dass sich mich geändert hat. Das ein schwerer Job, das ist klar, oder? Naja, gut, aber wenn du keine Erfolge siehst so, und dich die ganze Zeit nur im Kreis drehst und siehst, dass da wirklich nichts passiert, ich glaube, das ist schwer. Dann macht man die Menschen halt auf, genau, so macht man das halt. Ja, aber ich hätte jetzt woanders, an einer anderen Stelle, gut, wo er mehr bewirken kann. Ja? Moritz, gut? Ja, okay. Was macht der Magic Dragon? Magic was? Magic Dragon! Hast du Magic Dragon? Hier packt man jetzt die Schuhe aus. Dragon Ball, Alter, gibt's. Dragon Ball. Dragon Ball, Alter. Magic Dragon. Piff the Magic Dragon, meinst du? Puff the Magic Dragon, meinst du? Puff, ja, richtig. Noch weiter rüber. Jetzt will ich sie wohl nicht mehr. Und, was machst du da? Schön alles? Alles sauber, Werkstatt? Naja, sauber ist sie nicht. Ja. Dreckig. Dreckig, ja? Ja. Nee, ist gerade dabei. Deine Uhrarm, die hast du rausgefunden, ja? Nee, also sind unser aller Uhrarm, auch von dir, mit meiner Familienähnlichkeit, ja, sind vorhanden. Das ist recht, ja. Ja, ja, schön. Ja. Hau rein, war nicht so toll. Schön, dich wiedersehen. Wow. Hey, ciao. Da haben wir gleich mal das Thema begrüßt, dieses Jahr. Ja. Piff the Magic Dragon. Guck mal, Moment, geht los. Ach, ist ja auch egal. Eigentlich. Dynamo abschrauben. Mach ich mal schnell. Oh Gott, ey. Der war ja schon wieder drauf. Ich war letztes Mal bei Günther über die Durchsinnkellerbrand. Wenn du hier vorbei da hast du nicht gemacht, dass du dich am Abend gehabt hast, wusste ich ja nicht. Deswegen sorgte ich mich um dich. Haben wir ja auf dem Abend noch telefoniert. Ja. Hast du noch was im Keller für den gemacht? Bin ich nicht vorbeigekommen. Habe ich ja auch nicht bis zugesagt. Schöne Erklärung. Ja, red ruhig weiter, Dennis. Bin ich weiter zu Angel, weil ich da den Carsten hab stehen sehen. Aus der Ferne wieder. Und zumindest halt, war einfach weiße Leuchten sehen. Genau. Ach nee, das schon wieder. Verhaltensrückfall, tut mir aber leid, das kommt manchmal vor, Mann. Das waren seine Schuhe, die er anhatte. Seine New Balance. Genau. Die weißen New Balance. Ja, und da kam, ich glaube, also hat der einen Zwillingsbruder oder was? Oder ein Bruder? Ein Bruder hat er, aber der sieht nicht zwillig aus. Also die sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Einer aus Angie seinen Laden und meinte, ey, ja, was ist hier mit dem Magic Ring? Was ist los hier? Dynamo, neu. Bauen wir mal an. Was, er? Ja. Ich dachte Carsten. Ach, Carsten hat einen Bruder. Ich dachte, du meinst Carsten. Nein, Carsten stand nicht da. Und dann Carsten hat einen Bruder, aber die sehen sich nicht ähnlich. Ah, was, okay. Hier mit Top Singles, glaube ich, keine Ahnung. Nicht, weil er aus Vietnam kommt, sondern weil er Namen heißt. Passt es einfach so gut, es passt so gut. Ah, Vietnam. Namen der Laot ist ein Chaot. Guckt ja nicht, was das kostet, wenn man da jetzt fast zwei Wochen zu Hause ist und nichts machen kann. Ja, ja, Die Ausgaben bleiben ja trotzdem gleich. Ja, ja, ja. Schwupps. Hast du 2.500 Euro ausgegeben und 0 Euro eingenommen, das ist schwierig. Musst du mir in der letzten Zeit keinen Kopf drüber machen, aber jetzt, wo ich jetzt mal wieder halt angefangen habe, also zumindest jeden Tag zu arbeiten, ja. Funktioniert. Sich durchmähen, aber naja.
Dennis, willst du nur eine Wurst essen? Blutwurst? Marlies macht Blutwurst heute. Naja, ich habe die eigentlich für gestern gekauft, aber ich hatte kein Sauerkraut. Ohne geht's nicht. Das ist richtig. Ja. Ja. Jetzt muss ich etwas Sauerkraut einkaufen. Ja, wenn er gestern kein Sauerkraut hat, ist eine Blutwurst von heute, dann möchte ich heute auch keine Blutwurst haben. Nein, sehr gerne. No, 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 no. Don't touch the switch. The light switch. Don't touch. It's very... Wie sagt man? Sensitivity lens. Need 20 hours to turn down. Nicht 20 hours, 20 minutes. Yeah. 20 minutes to turn down and then you can switch it on again. So that's the point. Specialized, yes? Yeah, yeah. I saw specialized. 100. Fuck, it's good bike. Yeah. Nobody. The problem is also for 400 a new bike. It's not a good bike. So you better sell a used bike for 400 so you have a better quality. So 400 it's not a good bike. So a new. Ach, ist jetzt schlimm, ey, ich weiß ja nicht. Was habe ich denn jetzt? Du hast das Licht in Ordnung gebracht, vorne und hinten die Dynamo angeschraubt, jetzt kommt das Hinterrad und das Vorderrad und der Reifen war platt. Der Kinderwagen sitzt da ein Kind drin. Naja, aber trotzdem. Jetzt ist aufgepumpt. Kindesentführung von alleine. Es ist so unglaublich. Ja, danke dir. Ciao. Das sind ja gar witzige Dinge, die hier vor sich gehen. Schon wieder am ersten Tage der noch nicht Eröffnung. Was wollte ich denn jetzt machen? Speichen. Nicht Speichen waren. Spokes are definitely broken. You have said something. Ja, you have. Na, genau. From a wheel. Ja, you say something from this wheel. You, I have you mean of this bike, a wheel must fix it. Ja, ja, the wheel is broken. The wheel is broken. Broken. The spoke is broken. Spoke is broken. Also, the wheel is eierring. And now we have to fix it. Ah, I understand. No, I'm not, but that's fine. The, something is coming inside the spokes. The little man with the ear warmer was from Russian, huh? Poland, I think. Maybe. Maybe. So I don't know exactly. Then I must look up everything on his place it is. Because, Racism! Racism! Polski are all thieves. You know the German... Thieves? Rechnung? Alle auf Rechnung? Thieves? The German... was heißt ein Spruch auf Englisch? Spruch? Wie Spruch? Ja, Spruch. Achso, the German says. Also, the German says, kaum gestohlen, schon in Polen. Oh, very well spoken. American German. Kaum gestohlen, schon in Polen. Ja, Rassismus macht hier nicht halt. Rassismus ist, wenn man trotzdem lacht. Wir geben Rassismus an zu Hause. Was für ein Scheiß. Warte. Ja, auf alle Fälle Speichen tauschen. Speichel lecken und Speichel tauschen. Vier Speichen sind kaputt. Erstmal. Ich forsche weiter. Jetzt muss ich es demontieren. Demontage mit Zentrieren allerdings. Ne? Whoa. Ich kann die Hand abziehen, weil ich mal kaputt gemacht habe im Laufe von fast 20 Jahren. Also da kannst du mal Pech haben, da springt so ein Ding, wenn du so ein Teil runterwirfst und es springt ein bisschen in den Zaun rein. Ja. Also, kann ja alles mal passieren. Ich habe mal gefragt und Carsten habe ich mal gefragt. Und irgendwie noch eine Einkaufsmöglichkeit oder so. Noch eine Einkaufsmöglichkeit, ja. Ey, Müggelheim hat früher einen Konsum gehabt. Ja. Und einen Bäcker. Ja, und auch noch so eine kleine Spätkonsum.
Folien. Ja, aber ich weiß schon, ein Kiosk, also die mit Eis statt Dings da drin. Ja, aber das war's. Und dann natürlich die Cafés, okay, ja. Und jetzt stehen da, was weiß ich, wie viele Einkaufsmöglichkeiten. Was ist denn los mit den Leuten? Natürlich wächst das alles. Das ist ja alles richtig. Genau, der hat jetzt bestimmt verdient in der Zeit, weil nämlich der Lidl vergrößert wurde. Der hat geschlossen, wo Norma und Lidl nebeneinander, ja. Da sind wir doch bei der rechten Winkel dazu. Und die Tränke Hoffmann. Der Lidl wurde jetzt vergrößert, der ist jetzt riesengroß. Gegenüber wird der jetzt der Aldi gebaut. Also. Und vielleicht einen Sack Kartoffeln. Selber süß, weil das weiß ich jetzt ja nicht, ehrlich gesagt, ob wir da noch so viel da haben. Da wollt mir doch, da ging der mir auf den Sack jetzt wochenlang mit den Münzen. Ja, dieser komische Knölch. Jetzt habe ich ihm die Münzen rausgesucht und ihm vorhin angeboten. Und da sind 450 Euro, 450 D-Mark. Münzen ja. Drin, alleine. Also sprich 220, 225 oder mehr, 230 Nominalwert. Mhm. Also was du umtauschen kannst. Ja. Und er bietet mir 120 Euro an. Ich dachte, ich gehöre nicht richtig. Sag mal, spinnen die alle oder was? Er sagt, ich will 280. Wird der nicht viel? Ist Fuffi drauf? Ja, nein, also maximal 120, sag ich. Kommst du denn? Zentralbank abheben, ne? Naja, eben. Also. Wie kommst du denn da drauf, sag ich? Was nur für einer? Ja, okay. Übel, was mit den Leuten los ist. Was denken die sich denn? Also. Ja, D-Mark, Silber, 20 D-Mark Silbermünzen und so ein Scheiß. Ist doch Quatsch, oh. Totaler Blödsinn, da halte ich die. Ja. Ich hab zu ihm mal gesagt, ja, ich hab Münzen jetzt da, wenn du mal sehen willst. Ja, ja, will er. Unbedingt, er zahlt, kein Problem. Ja, ja. Scheiß macht er. Was ist das für ein Typ? Das hast du ja gesehen hier vorne. Nee, habe ich eben nicht. Ja, den kennst du ihn aber, diesen bisschen untersetzten türkischer Händler. Ah. Das ist keine gute Reputation für An- und Verkaufshändler. Immer wenn so eine Leute dann, ey, bei mir auch. Ich meine, ich kenne mich ja aus, das wisst ihr doch, ey. Die meisten kenne ich schon jahrelang. Da siehst du mal, was die dann bei Privatpersonen machen. Ja. Da kommen die dann hin und sagen, ja, ein Fuffi oder so. Ach, das ist aber nett, dass sie es mitnehmen. Nehmen sie noch das zweite Album gratis. Das ist mir viel zu schwer. Ich wüsste gar nicht, wie ich das entsorgen soll. Ja, der BSR nimmt das nicht mit. Denen sind die Tonnen dann immer zu schwer. Ja, die kriegen die nicht Treppen nicht auf. So eine ganze Tonne voller Münzen. Ja, so eine 220 Liter Tonne voller Münzen. Ja, das wäre was, wa? Stell dir mal vor. Ja. Ah, ich kenne ihn. Du kennst ihn auch. Ja, ich weiß, es ist hier Mr. Dingsbums. Hinduistischen Tempel. Ja, irgendwie so. Ne? Energiekugel, genau, vom Hindu. Energiekugel. Hören Sie noch, ich habe aber nicht ein Geld mehr. Nicht kein Geld mehr. Ich habe hier ein bisschen Klinie. Was wolltest du denn haben für eine Packung? Eine Spende. Eine Spende? Aber wann haben wir uns das letzte Mal getroffen? Ne, noch zwei Jahre ist es. Zwei Jahre her, ne? Oder ne, zwei Jahre ist es nicht her. Aber das war auf alle Fälle über ein Jahr. Okay. Ja, also es war noch 16 gewesen. Ja, 2016. Okay, interessant. Ja, genau. Bitteschön, ich habe hier eine Spende von 2,50. Das ist super, da kriegen Sie einmal die Energiekugeln. Bei einer höheren Spende würden Sie noch eine CD mit Mantras dazu kriegen und ein tolles Buch über vedische Weisheiten. Aha, was ist denn eine höhere Spende? Also zum Beispiel schon bei 5 Euro gibt es eine CD oder ein Buch dazu. Ach, aber Energiekugeln und CDs, ja? Und CD dann noch. Und ein Buch, tolles Buch, ja. Und ein Buch. CDs, Mantras von Südindien, traditionell, sehr schöne Klänge. Mal gucken, ob ich hier noch. Willst du Werbung machen für deinen Verein? Du bist nämlich hier auf Kamera gerade. Ah ja. Zeig mal hier Werbung. Hier, die vedischen Weisheiten. Das Wesen der anumfassenden Liebe. Vedische Weisheiten. Sonntagsfest, jeden Sonntag. Jeden Sonntag? Achso, ihr sitzt hier. Mit Mantra singen, vegetarische Festessen, Vorträge in Reinickendorf. In Reinickendorf. Hier ist ja halt ein hinduistischer Tempel, kein buddhistischer, ne? Ja, wir praktizieren Bhakti Yoga dort. Ah ja. So, jetzt habe ich dir, also vorher habe ich dir 2,50 gegeben, jetzt sind es nochmal 2,50. Nochmal 2,50. Bekomme ich die CD jetzt? CD natürlich, klar. Und wenn Sie sofort anrufen und gleich bestellen, bekommen Sie eine zweite CD gratis dazu. Natürlich nicht. Wie lange ist denn die CD? Wie lange läuft? Ich denke schon eine knappe Stunde. Na gut, das ist ja okay. Dann kannst du den Bambus mit beschallen. Mit dem Kino wäre teurer.
Kino. Oh, wer toll. Super, ne? Ja, ist doch schön. Ja. Und ein Buch bekomme ich auch noch dazu? Ja, dann müsst ihr noch mal Spende geben. Okay. Ja, schön. Hört mir an. Ja, freut mich. Wenn du in 2 Jahren oder 1,5 Jahren wieder hier bist, dann weiß ich ja, wie das bei dir läuft, dann nehme ich 50 Euro gleich. Ein Buch. Kannst. Ein Buch dann, ja. Oder halt beides, ne? Ja. Und vielleicht habe ich da bis dahin noch andere Sachen. Vielleicht gibt es andere Sachen bis dorthin. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Alles Gute. Super, freut mich, danke schön. Einen schönen Tag dir. Ja, tschüss. Ciao. Brumm, brumm. Ich habe aber viel Geld für Spenden heute ausgegeben. Du bist ja Spendenmarathon heute. Das ist ja unglaublich. Kinderwunschzentrum. Ach nee, Kinderwunschzentrum, nicht Kinderhilfe. Dann jetzt hier. Das ist aber ein komischer Mantra, cool. Die Energiekugel. Das ist eine. Aber das ist eine echte Energiekugel. Das kann man sogar Strom machen. Strom? Ja, richtig, genau. Strom? Kupfer und Zinkkontakt. Ach, da sind ja nur noch 3 drin, Energiekugeln. Ja, früher auch. Früher, damals, vor 30 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie die schmecken. Das war nämlich auch so gewesen, da haben wir zusammengelegt, glaube ich, irgendwie. Du ja. Euro, ich ein Euro und du hast die Uffi gegessen. Ich wusste ja nicht, wie die schmecken. Ich habe die Uffi gegessen? Ja. Nee, dann habe ich sie geteilt. Also nicht mit mir. Sind ja auch nur 2,5 drin. Ehrlich gesagt, die werden ja immer kleiner. Unglaublich. Der erste Energieschub, zweiter Energieschub. Dann darfst du die jetzt essen, ist ja kein Problem. Nee, ich mach mir das raus. Was, Energiekugeln? Nee. Das ist doch das, was du jetzt brauchst. Ja, ich habe ja hier, du hast dich richtig erkannt. Raja Govinda Tempel. Guten Tag, muss ich sagen. Mit Spenden. Ich stehe auf dem Bahnhof, pass auf. Ja. Bin ich ausgestiegen, bin ich Kottbusser ausgestiegen, weil ich da nämlich hier. Jetzt zeige ich den Namen von meinem Drogenberater. Ich weiß nicht, mag ich das sehr. Es ist unglaublich. Mike. Ja? Jörg. Naja, fast. Siehst du, aber. Ich kick so raus aus Jörg. Und sehe da eben so einen Bärtigen und ich habe den ja nicht erkannt. Und Moses. Und kick, ach, du bist der Mensch. Ja. Unterhalten. Ja, so ein U-Bahn kommt, ihr muss weg. Bin ich damit eingestiegen, habe ich mein Telefonnummer hier, haben wir uns kurz unterhalten. Bin ich Moritzplatz wieder ausgestiegen, fuhr meine U-Bahn wieder weg. Dann stand ich da und musste auf die nächste warten. Ja. Und dann stehe ich da so und denke an nichts und kick so vor mich hin. Ja. Und mir so eine Steine gemacht, so, weil ich an nichts gesagt habe. Mir fällt ohne Stein, ich habe ja auch eine Steine da. Ich muss natürlich das wieder zusammenbauen hier. Der Zahnkranz muss wieder ruf, weil ansonsten fährt das nicht. So, ja bitte. Ja, und dann steht da so und kicke und denke an nichts, habe ich ja schon erwähnt. Mir ist so ein Steinmann, weil ich gar nicht gedacht habe. Und dann. Jetzt machen wir eine kleine Werbepause und dann weiter. Ja. Spannungsbogen ist. Nee, und rechts hinter mir hat sich der Fahrkartenautomat befunden. Dessen Farbe ich jetzt auch gar nicht mehr weiß. Ich glaube, die sind neongelb, war? Nee, nur gelb. Da steht da ein Typ dran und regt sich auf. Der versucht dann 20-Euro-Schein reinzuprügeln. Man, ich weiß ja nicht genau, was er gesagt hat. Nur auf jeden Fall ist er da fast ausgeflippt. Und dann war ich so, ach Mensch, was hast du denn? Mensch, mach mal Hindu-Tempel. Oh ja, das ist ja heute schon das 2. Mal. Vorhin habe ich 7 Euro geschmissen. Und wollte mir eine Tageskarte kaufen und die kam nicht raus. Wahnsinn. Ja, so was habe ich nur noch nie erlebt. Aber er meinte das beharrte so. Darauf. Und na gut, dann meinte, hast du wenigstens telefoniert, angerufen, dass der Automat nicht funktioniert oder was? Naja, nee, aber ich habe mir gemerkt, wo der ist, aber ich habe mir gemerkt, irgendwie machen das, passiert den anderen Leuten doch genau das Gleiche. Das also, hast du ihm noch ein schlechtes Gewissen gemacht. Na, ja, wieso, aus welchem Grund? Weil ich dann nämlich 10 Euro gezückt habe und für 9 Euro 4 Sammelkarten geholt habe und wollte ihm eine schenken, damit er glücklich ist. Aber? Da hat er gesagt, leck mich am Arsch. Ich habe nur 3 Euro hier irgendwo. Auch völlig bekloppt, wenn er 3 Euro clean hat, der fährt gerade so ein. Warum holt er sich denn nicht einen Einzelfahrschein? Na, und versucht mit dem 20er zu bezahlen. Na, wenn er eine 10er-Karte kann, er noch mit dem 20er bezahlen. Nee, eine 4er-Karte. Meine Karte, nicht 10er-Karte. Nee, sind ja nicht mehr beim, in den 90er Jahren, 10er-Karte Solarium und 10er-Karte Buddy. Genau, nee, hat nicht funktioniert. Ich stand daneben, das hat nicht funktioniert. Er hat den 20-Euro-Schein nicht angenommen, der Automat. Oh Mann, naja. Ich weiß nicht, ob ich mich auf den Sommer freue, wenn den Rädern hier. Naja, das wird so sein wie jedes Jahr wahrscheinlich, oder? Naja. Die sind in noch schlechterem Zustand als im Jahr davor. Das ist immer das Problem. Ja, man versucht sie jedes Jahr zu retten. Für noch ein Jahr. Und noch weniger Geld, was ausgegeben wird dafür. Ja, aber die Leute haben kein Geld. Naja, es ist erstaunlich, wofür die Leute alle Geld haben. Ja, aber dafür haben sie kein erstaunlich, Geld. Also. Dafür haben sie kein Geld. Das Ding war, dass eigentlich hier für die
notwendigen Sachen tatsächlich, also die meisten Leute, nicht alle über einen Kamm scheren, aber bei den meisten ist es so, Notwendigkeit wird nicht erkannt. Notwendigkeit ist ein Handy zum Beispiel bei vielen, da wird nicht gespart, das braucht man halt, das ist dann halt so, da wird auch viel Geld ausgegeben. Handy kaufen machen sie ja nicht, die schließen ja Verträge ab. Nun, ihr habt es ja damals, du schließt einen Vertrag ab und verkaufst das Handy dann auf eBay, genau, und hast dann erstmal einen kleinen Kredit quasi sozusagen. Ja, die Zeiten sind vorbei, oder? Das geht ja immer noch. Ja, kriegt man so viel. Ja, gut, kostet wahrscheinlich immer noch 6 Euro. Wenn du jetzt ich habe keine Ahnung, was ein iPhone oder so im Vertrag kostet, aber bestimmt keine 1000 Euro. Und wenn du denn aber eben, was kostet ein iPhone, das neue? Wenn du jetzt, sagen wir mal, das kostet 1000 Euro im Laden, kriegst 800 Euro auf eBay, versiegelt, original verpackt, dann kriegst du ja. Ja. Wenn das versiegelt ist, kriegst du so ungefähr, also so, kriegst du weniger, aber kriegst du, dann hast du erstmal 800 Euro in der Tasche. Du kannst dir davon eine Schnittschutzjacke kaufen. Kostet ein bisschen weniger, 350 glaube ich. Nee, was war das? Naja, halt eine Kettensäge. Mhm. Ja, das war das. Kettensäge. Ja, 850, genau. Dann auch vorsichtig, wenn er was zu tun hat. Hallo, na? Tochter ist da. Die Tochter. Na, du? Na, bist du warm. Hallo. Wie war der erste Tag? Hallo, Luke. Hallo. Ja, siehst du, wer ich bin? Ja, dann? Ich stehe im Weg, wa? Ja. Tja! Was ist denn da drin? Fängt der ja an zu krampfen und sowas. Gesundheit! Ah, gut, dass ich gerade eine Zitrone gegessen habe. Ja, ach, da fällt mir eine Null. Oh Gott. Nur mal so am Rande, damit fährt man nicht mehr. Man achte auf die Gabel. Lebensgefährlich, Mann. Mit dem Kindersitz hinten drauf. Ich fasse es nicht. Kindersitz. Und hier dran. Was ist damit los hier? Hallo. Hey. Na? Du wunderhübsches Ding, du Prinzessin, du. Wo ist dein Zopf? Papa, ja? Wir haben jetzt gerade die Größe gefunden in einem Laden. Was für richtige Größe in einem Laden? Natürlich in einem Laden, wo wir die Burg für Joshua kaufen haben. Was für eine Größe habt ihr gefunden? Von was? Eine Größe für Skadi. Von was denn? Schuhe? Jacke? Nein. Was denn? Ein Kostüm. Aber sie hat doch eine eins. Größe. Ein Kostüm, aber sie hallo, hat hey. Andere hat sie heute nichts angezogen. Ja, aber brauchst du ja auch nicht mehr. Ja. Ah. Tada! Ah, Lumilski! Ja, Fasching! Ich hab sie erkannt! Fasching! Oh, 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 oh! Hier ist was los, so. Hier ist was. Aber es ist genau richtig für Leute wie dich, ja, die genau. Mit Verschwörung und so. Ja. Ah, geht sie ab? Genau. Musst du hier. Die Verschwörung, die es nicht gibt.
Na. Na. Ma. Skadi. Skadi. Skadi ist doch krank. Ja, immer noch. Ja. Wird dann gesund. Ja. Und ich auch. Ja. Oh Mann. Mann, ist alles klar? Was machst du da unten so? Du bist so tiefenentspannt heute. Was ist denn bei dir passiert? Ja, wir sind rar mit Kartoffeln und Marlies macht immer nicht so gerne Kartoffeln. Die hat nur drei Blutwürste. Die drei Blutwürste sind die, die Marlies übrig gelassen hat am Samstag. Wahrscheinlich, ja. Die waren noch ganz unten. Naja, was heißt ganz unten? Also drüber lagen die. Die gute Leprawurst. Genau. Was denn? Willst du auf dem Arm? Na ja, dann komm noch. Ich bin aber nicht Mama, ich bin der Papa. Papa. Nicht Papa, Papa. Sag mal, du hast sie voll eingesprüht hier, wa? Ich hab sie gerade geschmiert. Skadi wollte. Skadi wollte. Was wollte die? Na, Skadi wollte. Was? Eingedieselt werden? Nein. Sie ist schon ganz benebelt. Die wollte einfach was für die Lippen. Einfach was für die Lippen? Das riecht aber nicht nach Lippe, das riecht nach allem anderen. Wo ist die Bloody Wurst? Was ist denn hier los? Was soll das? Unsere Katze und der automatische Wasserhahn. Das ist eine Liebelei ganz besonderer Couleur. Auf die Wurst. Geht um die Wurst. Au. Die Karten schmecken mir sehr gut. Mir auch. Au. Die schmeckt lecker, die Wurst. Aber das ist so lecker. Ja. Immer Wasser annehmen. Mann, liebig. Wo ist denn der Dennis, Mann? Dennis. Dennis, Dennis, Dennis. Tommy, wir haben genau gleich viel getrunken. Das ist doch echt Schicksal. Ja. Ich hab mal Kamera, bitte rüber, wenn man so nett. Das ist ja peinlich. Was schon da? Dein Fettfinger. Keiner kann uns aufhalten, nur die Fingers. Du bist so nett, ja. Ich will die Kamera lecken. Ich will die Kamera lecken, ey. Du hast die Kamera echt angeleckt. Unter der Linse. Aber das ist gut. Für das Immunsystem. Gegen das Immunsystem. Auf alle Fälle ist das Ende von diesem Tag. Wir sitzen wieder alle zusammen. Dennis hat einen Baum gefällt. Zwei, drei Bäume. Ja. Drei Bäume. Dann doch nicht so auf ihn rum! Der war gut, hack doch nicht so! Ey, Mann, du bist echt der Knüller, Alter, sag doch mal! Doch das so war das jetzt aber nicht! Ja, Intelligenz versteckt sich manchmal! Ja, aber ich hab's ja keinen. Ich bin selber überrascht. Ja. Ich bin gar nicht überrascht. Creative Mob hier, ist ja unglaublich. Ich bin quasi Mobster. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das zu schaffen war. Ja, das macht Arbeit, genau.
Hat er aber gut gemacht, der hat sie richtig getötet. Ab dem Stamm. Weg, zack, weg, wir hauen die Dinger. Hey, mal ohne Gnade, das Grundstück ist völlig kahl jetzt. 80 Jahre haben sie gebraucht, aber es war Dennis egal. Jetzt nochmal das letzte Wort dazu. Also. Na, könnt ihr dann auf Instagram nachlesen. Auf Instagram? Ja. Oder? Unter? Ich glaube Gallium Moderatum. Was für ein Ding? Oder XL Diesel, ich weiß ja nicht. Wie heißt denn das? Baumpfleger. 24. Ja, du musst ja schon wissen, wie du deinen Instagram-Account genannt hast. Dennis, jetzt nochmal. Baumpfleger, 24. Ja. Genau. 24-7. Genau, das fehlt noch. Bin ich deine Soufflöse oder dein Fürsprecher? In dem Fall ein guter Mensch. Stimmt. Weil Baumfällung. Sponsor bei Löwensenf. Immer muss zurück, ja, nicht so schlecht. Ich habe Ich durfte nicht verraten werden. Das war der Tag für heute. Prost Kaffee. Oh, Dennis, jetzt ist das hier abgesuppt. Aha. Das tut mir leid. Das ist denn. Alles, was du dazu zu sagen hast. Das ist alles, so einfach machst du dir das. Ich weiß, es ist unentschuldbar, was ich da gerade getan habe. Aber bitte, versuch doch wenigstens ein klein wenig meiner Entschuldigung zu akzeptieren. Ach, ich bin gerade nicht mehr so fit im Kopf. Mir fehlt der Sauerstoff. Fit im Kopf. Ach, das Mindeste, was ich machen kann, ist jetzt die nächsten zwei Wochen für euch abzuwaschen. Vielleicht nehmt ihr das. Das könnt ihr die machen. Gerne an. Nein, warte. Ja. Ich sag jetzt Tschüss, auf Wiedersehen, alle Gute, bis morgen. Tschüss. Guten Appetit. Das dauert noch einen Moment hier. Mit Dennis dauert das noch einen Moment. Ja, tschüss. Ja. Tschüss. Sagst du auch Tschüss?